So, jetzt kommt hier eine Werbung. Das müsste bedeuten, dass wir live sind. Wir sollten jetzt live sein, ja? Ja, die bekomme ich auch gerade. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, wir sind live. Sehr schön. Dann, Paul, deine Bühne. Hallo zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum allerersten Livestream auf diesem Kanal. Und wie es bei jedem Livestream immer so ist, gibt es natürlich immer technische Probleme. Wir hatten gerade eigentlich nur Talfahrten, aber wir haben jetzt alle überwunden, hauptsächlich wegen dem Audio. Heute geht es um eine Doku. Ich hatte den Alex Drahem von Boxfisch ja schon mal auf dem Kanal, wo wir so einen Filmemacher-Talk hatten. Dort haben wir auch über seinen Film Bruder, wo bist du gesprochen, für die Seenotorganisation CI. Aus dem Ganzen, Alex, korrigiere mich, wenn ich da so ein bisschen falsch liege, ich übergebe gleich an dich, hat sich inzwischen eine Doku entwickelt, die jetzt auch in mehreren Kinos ausgestrahlt wird. Und ohne weiter drum herum zu reden, das nochmal der Finn, meine technische Unterstützung und auch hier in der Firma Colorist und auch nochmal ein bisschen mehr Filmemacher-Input. Aber an dieser Stelle übergebe ich mal an den Alex und an die Martina. Hallo zusammen. Hallo. Hey, Paula, danke dir. Ja, genau. Jo. Also, Alex, erzähl doch mal vielleicht erstmal, wie hat sich das Ganze entwickelt? Weil auf eurer Website kann man ja jetzt immer noch den Film sehen. Das ist auch, glaube ich, mit einer eurer bekanntesten Filme, den ihr für CI gedreht hattet, ne? War das der ausschlaggebende Punkt für die Doku? Also Paula, danke erstmal, dass wir da sein dürfen. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass unsere komplette Produktion für Route 4 independent war, mit einem Sponsor, da gehen wir später noch drauf ein. Mhm. Aber für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Medien, Presse, Zeitungen, Berichterstatter, wie auch dich in dem Fall an Bord haben, die uns die Möglichkeit geben, den Film in die Welt rauszubringen, was wir sonst eben mit 0 Euro Werbebudget gar nicht könnten. Also das heißt, ihr tragt einen großen Teil dazu bei, dass die Leute davon mitbekommen, ins Kino gehen können, den Film im Stream sehen. Dafür erstmal tausend Dank. Und wie du bereits gesagt hast, wir arbeiten schon seit ein paar Jahren für CI, haben einen Fundraising-Film gemacht, waren auf 5 Millionen dabei und durch diese Kooperation und dass wir gemerkt haben, ja, das funktioniert ganz gut, wir liefern eine gute Arbeit. CI hat auch gemerkt, dass der Fundraising-Film und die Spots, die wir produziert haben, sich auch in den Spenden ganz gut widerspiegeln, hat sich so ein bisschen die Vorstellung daraus entwickelt, eine Dokumentation zu drehen. Das war allerdings zu einem Zeitpunkt, als wir schon einiges an Material hatten. Also wir sind jetzt praktisch nicht mit der Agenda, hey, wir produzieren eine Doku in das Projekt gestartet, sondern eher so ein bisschen zwischendrin reingekrätscht. Also ein ungewöhnlicher Ansatz. Okay, und die Martina, du hast jetzt bei dem Projekt die Regie übernommen. Wie kam das Ganze zustande? Genau, also der Alex hat sich tatsächlich letztes Jahr, ich denke im April muss es so ungefähr gewesen sein, bei mir gemeldet und hat gesagt, die haben eben wahnsinnig viel Material. Ich glaube, es sind so um die 70 Stunden gewesen. Und die würden gerne damit eine etwas längere Geschichte erzählen. Damals stand auch gar nicht fest, was es jetzt letztendlich wird, also welche Länge. Und die haben mich dann gefragt, die Jungs von Boxfisch, ob ich zuerst als Autorin mit ins Boot komme, also bei der Entwicklung einer Storyline helfen kann. Und genau, ich habe dann das Material gesichtet, ein Konzept dazu geschrieben und dann zusammen mit Boxfisch dann eben diesen Film entwickelt. Das heißt, die ganze Story, wie die Doku erzählt wird, ist schon in diesem Zeitpunkt entstanden und zu dem Zeitpunkt war auch schon das ganze Material geschossen. Ja, genau. Also das Ganze, also die Entstehung dieses Films ist nicht die Regel, sage ich jetzt mal so. Also es gab ganz viel Material und dann wurde entschieden, was man erzählt. Und das konnte natürlich auch nur erzählt werden, indem man dann auch immer wieder gegencheckt. Ne? Also wir haben jetzt diese Storyline, geben auch die ganzen Interviews, den Content her, den wir brauchen, weil, also wie der Alex schon gesagt hat, die haben dieses Material über, ich glaube 2018, 2019, 2020 gedreht, also über eine relativ lange Zeit, ich glaube über 15 Monate und dieses Material entstand immer situativ, also in den Momenten, wo etwas passiert ist, wo man die Chance hatte, mit jemandem zu sprechen, wenn man etwas dokumentieren wollte,
Und es war jetzt nicht auf eine Story einzahlend, ne? Also man hatte da jetzt keinen roten Faden, den man verfolgt hat, sondern dieser wurde dann erst später sozusagen im Nachhinein entwickelt. Ah, I see. Genau, das war nämlich auch die Frage, die wir jetzt hatten, ob du schon vorher, sag ich jetzt mal, Fragen hattest, wo du gesagt hast, okay, das gebe ich dem Alex und seinem Drehteam mit, damit wir halt gezielt Fragen stellen, die wir dann somit in der Doku beantworten. Das heißt aber, das ganze Material gab es schon und man musste dann schauen, wie kann man das zu einer strukturierten Story, sage ich jetzt mal, zusammenbauen. Ne? Genau, also der Wunsch war eben da von CIA und auch von Boxfish, dieses Material halt zu verwenden. Also da ein geringer Anteil von diesen Stunden an Material wurde veröffentlicht und da war halt ein großer Wunsch da, das auch zu zeigen. Und dann stand halt die Frage im Raum, was erzählen wir denn dann überhaupt? Ne? Da vielleicht von meiner Seite aus die Frage, so ein bisschen mein persönlicher Lieblingsdokumentarfilmer ist Werner Herzog tatsächlich. Und er sagt, er hat in seinen Büchern mal seine Philosophie beschrieben, wo er sagt, er geht an auch Edits quasi dann, als ob er nicht weiß, was gedreht wurde. Also als ob er quasi keine Ahnung hat, was gedreht wurde. Und ihr habt das ja jetzt par excellence eigentlich gemacht. Also ihr wusstet ja, du wusstest ja quasi gar nicht, was passiert ist und warst so, mal schauen und dann zu gucken, was eigentlich im Material drinsteckt. Also das ist quasi so ein Film, der auch so ein bisschen im Edit quasi dann natürlich auch entstanden ist dadurch. Also in deinem, ja. Also nicht Edit im Sinne von nur Schnitt, sondern quasi auch im Edit davor, dem Story-Edit von dir, das alles irgendwie zusammenzufügen und zu bauen. Ja, Werner Herzog ist jetzt natürlich ein krasser Vergleich. Also die Messlatte natürlich sehr, sehr hoch. Werner Herzog erzählt natürlich auch anders. Also mein Anspruch war, Informationen zu vermitteln und aufzuklären. Und wir haben jetzt geguckt, was können wir denn überhaupt erzählen. Durch den Film führt ja auch ein Sprecher. Also wir konnten ja den tollen Sprecher David Nathan gewinnen, der durchleitet. Ohne das wäre es zum Beispiel auch nicht gegangen. Gut, das ist jetzt auch ein Ansatz, den Werner Herzog ja auch verfolgt, aber der erzählt ja auf einer ganz anderen Metaebene. Wir haben einen Sprecher gebraucht, um auch die Informationslücken, die eben durch das Material gegeben waren, schließen zu können. Okay. Was waren denn, also als ich das geschaut habe, für alle, ich kann es euch nur empfehlen, ist sehr, sehr sehenswert, auch denke ich ein Thema, was unabhängig jeden irgendwie anspricht. Und was mich als Filmemacher natürlich dann sofort die Frage gepackt hat, wie habt ihr das Ganze gedreht? Die Martina hat schon gesagt, es gab ungefähr 70 Stunden Material. Alex, hast du eine ungefähre Zahl, wie viel das in Terabyte tatsächlich ist? Also wir arbeiten, dieses komplette Projekt oder das verwendete Material hat auf eine 14 Terabyte Platte gepasst. Also das ist auch die, von der wir exportieren. Ich glaube, das beschreibt auch, die ist fast voll, würde ich sagen. Das beschreibt ganz grob die Menge, weil natürlich auch sehr, sehr viel, gerade bei Dokumentationen, wir konnten auch nicht viel auf Plan drehen, obwohl wir ja eigentlich aus der Werbung kommen. Man hat viele Interviews, die teilweise auch gar nicht im Film gelandet sind. Und man kann sich, wie Martina auch schon angerissen hat, so vorstellen, dass wir Situationen hatten, wie zum Beispiel Mission 1 bis 5, in die wir reingeworfen werden mit einer Kamera, mit einem Mikrofon und wir wissen ja nicht, was passiert. Also wird jemand gerettet, werden viele Leute gerettet, nur einmal, dreimal innerhalb von einem Tag, vielleicht gar nicht, ja, so Sachen. Und damit müssen wir natürlich entsprechend umgehen und irgendwas draus gewinnen. Genauso war es auch in Tunesien beispielsweise, als wir dort einen Friedhof der Namenlosen, heißt das, wo sehr, sehr viele Leichen angespült wurden, sie dort gefilmt haben, wir wussten auch nicht, finden wir mit unserem Guide, also finden wir die Location, wie sieht die gerade aus? Man kann das so ein bisschen aus den News von ein paar Monaten davor, kommen wir rein, kommt vielleicht die Polizei vorbei, die sagt, wir finden das nicht so cool, was wir machen. Also die haben uns dann in Zivilstreife noch im Taxi verfolgt tatsächlich. Das ist auch noch eine ganz spannende Geschichte gewesen, weil wir da als Touristen, sage ich mal, waren. Offiziell war das alles ein bisschen schwierig. Und dann hat man eben diese Blöcke, die irgendwie mit dem roten Faden verbunden werden müssen. Und den Faden hat in dem Fall Martina gewebt. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass wir ganz, ganz viele auch geografisch unabhängige Elemente hatten auf dem Meer, in Afrika, in Europa, mit Leuten, die wir vorher nicht kannten oder wo wir gar nicht wussten, welche und wie viele Leute wir überhaupt kriegen, also wen wir treffen. Das war so ein bisschen wie das Besondere dran, weswegen natürlich sehr viel produziert wurde und wir auch zwischendrin gar nicht wussten,
wenn man nicht bei allem dabei war, was wir nicht waren. Also wir hatten nicht einen Kameramann, wie man es im Abspann auch gesehen hat, sondern wir hatten insgesamt 5, 6, 7 verschiedene Leute, weil immer nur eine Person unterwegs war. Und dann hat man natürlich keinen Überblick, was wurde gedreht. Vielleicht wird auch gerade was parallel gedreht. Und ja, in welche Richtung bewegt sich das Ganze? Und das passiert dann am Ende nur bei der Ersichtung in dem Fall. Mhm. Vor allem, wie wir sind ja auch, ich glaube, nach vielleicht 40-50% des Materials, als es gedreht wurde, erst überhaupt da eingestiegen, dass dann eine Doku draus wird, weil sie halt das praktisch nach einer Handvoll Missionen angemeldet hat. Das heißt, einige Missionen wurden nicht mit dem Hintergrund einer Doku gefilmt, was im Nachhinein natürlich schade ist, weil wir dann gewisse Dinge anders gemacht hätten, sondern im Hintergrund von kurzen Social-Media-Fundraising-Clips, 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden, die eher kleinere, starkere Bilder haben, würde ich sagen, und nicht unbedingt so viel an Ton, an Handlung vor Ort in Echtzeit mitnehmen und lang draufhalten, was natürlich dann teilweise auch gefehlt hätte oder gut gewesen wäre, aber das hat sich, wie gesagt, erst daraus ergeben. Okay, krass. Also, wenn ich mir das Footage schon angeschaut habe, habe ich einen Unterschied gesehen zwischen den Aufnahmen, die in Afrika gemacht wurden, versus die auf dem Boot entstanden sind. Wie seid ihr da technisch rangegangen? Da gab es ja sicherlich einige Challenges, wie du gerade gesagt hast, ihr wart nur als Touris so unterwegs, da muss man natürlich auch irgendwie eine kleine Kamera mitnehmen, dass man nicht als Filmcrew wahrgenommen wird, ne? Also ja. Jo, genau. Also wir hatten auf den Missionen an Bord, das war auch ein bisschen gemischt, weil wir mit jeder Mission mehr dazugelernt haben, was sinnvoll ist auch am Equipment. Also wir hatten eine Mission mit einer Red Scarlet, wir hatten eine Mission mit einer C200, eine mit einer Pocket. Das war dann auch so ein bisschen unsere Haut drauf. Wir nehmen sie überall hin mit. Es ist egal, ob sie kaputt geht, Kamera, einfach weil es reichlich Sinn gemacht hat. Wir hatten natürlich eine Drohne dabei. Wir hatten eine Mission mit einer FS7 und ich glaube dann noch eine zweite mit einer C200. Und das war so ein bisschen das Premium-Package, weil wir auf dem Schiff, ich meine, den Koffer hingefahren, auf das Schiff drauf und hatten unsere Kabine und alles andere. Tunesien jetzt wieder als Beispiel oder auch Italien. Das war immer ein kleinerer Rucksack, meistens dann mit entweder einer Pocket oder C200 und einer Sennheiser-Funkstrecke, was dann auch gereicht hat, auch kein Stativ. Das wäre zu aufwendig gewesen und zu auffällig auch, weil wir in den Ländern, in denen es, also ich glaube, man kann sich vorstellen, in welchen Ländern es lang dauern kann, ohne Beziehung ein offizielles Visum zu halten, beziehungsweise einen Journalistenausweis. Da waren wir natürlich nicht offiziell und nicht als Journalisten. Und deswegen hatten wir Kameras dabei, die nach Fotokameras aussehen, also zum Beispiel eine Pocket wieder. Und, ja. Und die, um auf das Qualitative einzugehen, wenn wir uns dann ein bisschen südlicher bewegen, Richtung Libyen und Niger. Ja, genau. Das wurde im März, April 2020 produziert. Und da haben wir tatsächlich versucht, also was Niger betrifft zumindest, zumindest eine offizielle Einreiseerlaubnis zu erhalten. Wir hatten auch schon einen Fixer vor Ort organisiert, der sich um das Organisatorische gekümmert hätte. Nur die Botschaft in Berlin, die hatte eine Online-Adresse, also man kann sich vorstellen, wie professionell das ablief. Und dann war Corona. Also das heißt, wir haben es nicht hinbekommen, offiziell runter zu reisen. Und das wäre dann schon was gewesen, was ich jetzt ungern einfach mal so ohne die entsprechenden Vorbereitungen und Dokumente gemacht hätte, weil wenn dann irgend so ein Semi-Miliz-Polizei-Dude vorbeikommt, während wir da was produzieren und wir das nicht ganz belegen können, was wir da eigentlich machen, also wo man dann da landet und wie gut man da rauskommt, das war dann etwas heikel. Und wie gesagt, Corona hätte es zu dem Zeitpunkt auch nicht möglich gemacht. Das bedeutet, wir haben dann unserem Fixer vor Ort praktisch eine Art Skript mitgegeben, mit Fragen, mit ja, Motiven und Personen, die zu filmen wären, die er für uns dann in seinem Team auch organisiert hat. Aber es ist hier die gleiche Sache gewesen. Er ist dann für uns praktisch zu der Location gereist, in der wir auch gedreht hätten, wusste aber natürlich auch nicht, wen er dort trifft. Also er hat da so ein bisschen das gleiche Schicksal, dass man da die entsprechenden Leute finden und sich die Projekte vor Ort organisieren muss und eben Glück oder Unglück hat, was dort passiert. Und der hatte auch, ich glaube, das hat man auch damit gesehen, ein etwas anderes Equipment oder einen anderen technischen Standard. Also das werden irgendwelche Canon 600D, so simple Fotokameras gewesen sein, würde ich sagen. Mhm. Alex, willst du vielleicht mal sagen, was ein Fixer ist? Ich weiß nicht, ob... Ah ja, klar. Das wäre auch meine, natürlich, meine Erklärung für die Zuschauer vielleicht. Ja. Ich glaube, das ist ein Begriff, den man außerhalb der Branche nicht so viel genau, in dem Kontext hat. Ja, also ein Fixer ist praktisch ein Kontakt vor Ort, der primär von ausländischen oder ich sag mal weiter entfernten Produktionen genutzt wird. Das ist jemand, der die Sprache spricht, der lokale Connections zum Beispiel zu einem Verleih hat, zum
also für Equipment, der sagt, hey, pass auf, lasst euch in dem Hotel unterbringen, zu den Konditionen, der beim Dreh dabei ist und euch ein bisschen rumführt und darauf auf, also in dem Fall auch darauf aufpasst, dass wir nicht in die falsche Gasse gelaufen wären, nicht mit den falschen Leuten reden und halt auch so ein bisschen die Tricks kennt und wann man jemanden schmieren muss und wann nicht. Also das ist jetzt alles mal auf Niger bezogen und im Normalfall, theoretisch können wir auch, genauso wie ihr, könnt auch Fixer in eurer Stadt sein, in der ihr aktiv seid und eine britische Produktion fragt an und braucht praktisch jemanden, der so ein bisschen lokale Infrastruktur hat, vielleicht einen Kameramann organisieren kann, übersetzen kann und so weiter. Also eine Location Manager für internationale Produktionen, wenn man so möchte. Da wäre vielleicht meine Frage. Der für uns dann zum Kameramann geworden ist. Also, ja. Da wäre vielleicht meine Frage noch, die sich mir so stellt. Gab es denn Situationen, wo ihr selber unten wartet? Das ist nicht so tief quasi, aber ihr wart ja auch quasi da. Tunesien waren genau, wir, genau. Wo es vielleicht brenzliger wurde oder wo auch, wie gesagt, ihr wart ja offiziell nicht da, zumindest nicht als Journalisten, wo genau deswegen vielleicht mal ein Problem aufkam oder ihr gemerkt habt, oh, jetzt könnte es doch eng werden. Ja, also in Tunesien waren wir zu zweit, der Fabi und die Aline. Die Aline als Übersetzerin, weil sie Französisch konnte. Fabi als Kameramann in dem Fall. Und wir hatten vor Ort einen Kontakt, der ich glaube, dass Alex uns gerade abhanden gekommen, tatsächlich. Der Rest ist noch da, der Stream scheint auch noch zu laufen. He is freeze. Aber er ist gefroren. Okay. Vielleicht ist die Information zu heikel, die er gerade... Genau. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht kann der Chat mal sagen, ob wir noch live sind, ob das alles noch passt. Ich glaube nämlich schon, weil wir uns ja auch noch hören können. Aber Alex scheint gerade eben nicht da zu sein. Wir können ja mal mit einer Zuschauerfrage anfangen. Vielleicht hat Martina da auch einen Blick drauf. Genau, der Flo, grüß dich, fragt, wie der Film, also wie die Refinanzierung des Ganzen im Prinzip abläuft. Ja, da ist Alex verschwunden. Ja. Das ist tatsächlich eine Frage, die kann der Alex beantworten, ja, weil er die. Das ist der ganze finanzielle Aspekt, da stecke ich nicht drin. Mhm. Ich denke, der Film ist zu einem Teil durch die Sponsoren refinanziert, aber ich glaube, da kann der Alex einfach mehr dazu sagen. Klar. Vielleicht. Das ist ein gefährliches Halbwissen, was ich dann von mir geben würde. Vielleicht für dich dann noch, also außer wir haben eine Zuschauerfrage, die auf dich passt, wäre jetzt noch meine Frage gewesen, wie sich denn der Film vielleicht verändert hat. Also mit welcher Intention bist du dann gegangen? Man hat ja schon so eine grobe Idee vielleicht. Und wie hat sich vielleicht während dem Sichten des Materials verändert, wo du gesagt hast, okay, das kann ich so nicht erzählen, das muss ich anders machen. Ach, da kommt er wieder, ich lasse ihn mal rein. Aber das vielleicht so als Frage an dich, also wie hat sich dieses Projekt, die Story einfach entwickelt? Genau, ich bin tatsächlich sehr unbelastet in das Material rein. Ich habe das mehrmals geschaut, also das ist vielleicht noch interessant für Menschen, die sich mit Doku auseinandersetzen. Ich habe es mir einmal komplett angeschaut, also bin komplett alle 70 Stunden durch, habe alle Interviews mir angehört, habe auch in der Zeit kaum was notiert, sondern habe es mal auf mich wirken lassen. Und dann hatte ich schon so ein paar Ideen. Also wie gesagt, das waren ja keine geplanten Interviews für diese Doku, aber man hat dann schon Gefühl dafür gehabt, welche Themen wiederholen sich, ne? Also welche Themen kommen oft in Interviews vor, auf was wird oft eingegangen und welches Material wiederholt sich. Und dann bin ich das nochmal komplett durchgegangen, habe mir dann auch schon angefangen, Sachen zu notieren, die mir dann aufgefallen sind oder die mir gut gefallen haben, in Anführungszeichen natürlich, wo ich mir gedacht habe, das könnte jetzt wichtig sein. Habe dann eine grobe Struktur erstellt, die ich mir vorstellen könnte. Habe das dann schon mal mit Boxfisch abgesprochen und bin dann nochmal alles durch und habe nochmal geprüft, ob sich das auch mit den Interviews dann hält. Und dann haben sich gewisse Sachen auf jeden Fall schon nochmal verschoben, wo ich dann gemerkt habe, okay, das war jetzt ein Thema, da wäre ich gern mehr drauf eingegangen, aber da gibt es tatsächlich jetzt doch nicht so viel Interviewmaterial, was man da verwenden könnte. Genau, was ich halt abgezeichnet habe, relativ schnell abgezeichnet hat, war das Thema Libyen. Das war einfach ein vorherrschendes Thema. Darüber haben eigentlich alle sofort gesprochen. Genau, und das war uns auch sehr wichtig. Und da konnte man eine gute Klammer damit schließen. Ja. Wie viele, wenn jetzt, sag jetzt mal, die erste Version des Films fertig war, wie viele, sag jetzt mal, Revision oder Änderungen seid ihr da nochmal durchlaufen, dass du gesagt hast, jetzt ist die Story so, wie ich es mir vorgestellt habe, oder war es quasi gleich so, dass Alex und sein Team das
geschnitten haben, oder der Marco, glaube ich, ne, stand drin, dass es denn so zu 90% gepasst hat. Also ich muss sagen, ich glaube, eine grobe Version, die schon sehr gut funktioniert hat, die hatten wir sehr schnell. Also sobald dann eigentlich, also die Vorarbeit hat lange gedauert, also dieses auf Papier schreiben, das hat länger gedauert. Aber als das grob stand, beziehungsweise als das stand, war dann der erste Schnitt auch schon, ich will jetzt nicht sagen final, aber war schon sehr, sehr nah an dem, was der Film jetzt eigentlich ist. Ich meine, wir sind ja mehrere Schleifen auch mit CI dann durchlaufen. Ja, genau. Wir haben das dann nochmal angeschaut und haben dann nochmal Sachen ändern lassen. Wir haben nochmal Sachen mit denen diskutiert. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wie viele Schleifen wir gemacht haben, aber es gab schon sehr, sehr viele Versionen. Mhm. Genau, allein schon dann in den Korrekturschleifen, was dann noch Untertitel angeht und als dann nochmal irgendwie Änderungen am Ton gemacht wurden. Aber so in dieser Story-Phase, muss ich sagen, ging es relativ schnell. Das war dann eher so Kleinigkeiten, die dann geändert wurden. Es wurden jetzt nicht große inhaltliche Sachen geändert. Und das ganze Material war schon abgedreht. Wie lange habt ihr dann quasi dran gearbeitet, bis es dann fertig war? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe für Sichten, für Schreiben, das ging auf jeden Fall so ein bisschen August rein, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da war ich dann ungefähr so 3-4 Monate. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch im Hochsommer bei Boxfisch saß und wir... Genau, da warst du eine Woche da, ja. Also ungefähr da war es dann so, dass wir dann ungefähr da so in den Schnitt gegangen sind, oder dass der Schnitt dann angefangen hat. Dann hat es noch mal ein paar Monate gedauert mit dem Schnitt. Ja, aber ich glaube, der Film an sich war grob schon fertig Ende 2020, so recht. Ja, also es ist immer so ein bisschen abhängig davon, von welcher Version man spricht, würde ich sagen, weil also wir laufen seit Februar, März, glaube ich, auf Festivals. Also das heißt, da gab es auf jeden Fall eine vorzeigbare Version auf Englisch mit englischen Untertiteln und mit Stereoton. Und das war auch das Erste, was fertig war. Und wenn wir jetzt über die DCP sprechen, die ist halt vor einem Monat fertig geworden, weil und mit entsprechendem Kinomix, also das war einfach hinten angestellt, genauso wie auch die Finalisierung der deutschen Version, wo wir natürlich noch ein bisschen häufiger dann über Untertitel, Korrekturen und so Sachen drüber gegangen sind. Also die deutsche Version hat da ein bisschen mehr Liebe bekommen bis zum jetzigen Zeitpunkt und ein bisschen mehr Revisionen und Feinheiten, weil es eben für, also weil die englische lief schon auf eine Art und Weise und war fix und die deutsche wurde jetzt eben noch fürs Kino rauspoliert und dann ist immer noch mal irgendwie was, man kennt das ja so ein bisschen. Also die ist noch relativ frisch und ich glaube, wenn wir jetzt das Kino hinter uns haben, so in 2 Monaten, dann gehen wir über die Englische nochmal drüber und werden da noch ein paar Feinheiten finden, bevor dann beides im April ins Video on Demand Streaming geht. Ja, eine Frage nochmal, Alex, die gerade kam, als du weg warst. der Flo hat nämlich gefragt, wie der Film refinanziert wird. Mhm. Ja. Also vielleicht noch zu dem Wechseln gerade, sorry dafür, wir hatten vorhin den Scherz, dass wir wenigstens Internet haben, der Router ist ausgefallen gerade. Also, jetzt haben wir wirklich alles durch, ja. aber ich glaube jetzt über das Handy läuft es auf jeden Fall verbindlich und verlässlich. Genau, wie wird der Film finanziert? Also das ist an sich kein Geheimnis, der Film wurde durch zwei unterschiedliche Positionen finanziert. Einmal unsere Arbeitszeit, also die wurde gespendet praktisch, das heißt, wir haben komplett umsonst gearbeitet. Es haben alle Freelancer, alle Externen, alle, die mitgearbeitet haben, eine kleine Aufwandsentschädigung erhalten, weil wir als Filmproduktion es für angemessen halten, das irgendwie möglich zu machen. Das ist natürlich von einem normalen Satz weit entfernt, aber wir haben das auch so ein bisschen, wir haben es sehr fair gehalten, indem wirklich jeder die gleiche erhalten hat, also unabhängig von der Position. Die Martina hat genauso viel bekommen wie der Sounddesigner beispielsweise oder Übersetzung. Also das ist jetzt in dem Fall ein bisschen unfair, aber so war es zumindest. So schien es uns, dass es eine als kleines Dankeschön einfach eine runde Sache ist. Und der andere Teil, der setzt sich dann aus den Fixkosten zusammen. Das würde bedeuten Ausgaben, die wir hatten, primär Reise. Also wenn ich
drüber nachdenke, klar, wir im Tonstudio mussten wir mieten, sowas wie Festplatten für die DCPs jetzt ganz aktuell, ja, Flüge, Unterkünfte. Alex, sag doch noch mal kurz, was ein DCP ist. Guter Punkt. Oh ja, DCP, Digital Cinema Package, hoffe ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Format, das Kinos ausschließlich möchten. Und also wir können im Kino keine MP4 oder MOV-Datei zur Verfügung stellen, weil die keine normalen Beamer haben, an die man Rechner anschließt, sondern das, also da muss ich sagen, habe ich auch nicht viel Ahnung davon. Deswegen haben wir die extern erstellen lassen. Da lässt man ein besonderes Dateiformat in einem besonderen System rausrechnen aus seinem Film, aus seinem Masterfile, das dann auf Festplatten oder per Download im Kino zur Verfügung gestellt wird. Das ist super unkomprimiert, super hohe Qualität. Man kann es jetzt aber privat gar nicht öffnen. Also wenn ich das dann mein MacBook anstecken würde, dann, also ich könnte es jetzt nicht in den VLC-Player lesen. Und das ist natürlich was logistisch, dass das verschickt wird, dass man dann für jedes Kino theoretisch eine Festplatte kauft und die hin und her schickt. Das sind dann auch nochmal ein paar Euro, die man nicht unterschätzen sollte. Und genau, also das da und dann, wie gesagt, die Fixkosten, Reisekosten, Schmiergelder teilweise auch vor Ort, dann Tunesien und sowas, dass man halt ein paar Sachen wirklich gemacht hat. Mhm. Und der Betrag, der da angefallen ist, der wurde vom Mennonitischen Hilfswerk, das ist eine christliche Organisation in Deutschland, ich glaube auch internationaler, gesponsert. Das heißt, das Mennonitische Hilfswerk hat praktisch CI für konkret diesen Film unterstützt, beziehungsweise uns in dem Fall, also wir haben die Fixkosten übernommen. Deswegen steht auch auf den Plakaten und im Abspann ein Film im Auftrag von CI und dem Mennonitischen Hilfswerk. Und das genaue Budget, das war ungefähr bei, also das Budget im Sinne von Ausgaben, jetzt nicht Arbeitszeit, war im Bereich 30.000, 35.000 Euro. Ich glaube, das ist auch bei IMDb hinterlegt. Das heißt, die CI ist dann auf das mennonitische, nicht, dass ich es falsch sage, mennonitisch. Mennonitisch, genau, mennonitische Hilfswerk zugegangen und oder wie kam das zustande? Ja, also das hat sich über CI ergeben. Mhm. Da sind wir nicht direkt drauf zugegangen, aber das liegt auch einfach, also man muss sich das so vorstellen, die vor allem evangelische Kirche, also das mennonitische Hilfswerk ist eine evangelische Freikirche, soweit ich weiß. Die evangelische Kirche ist ein sehr, sehr großer Unterstützer von Seenotrettung allgemein in Deutschland und spendet jährlich wirklich hohe sechsstellige Summen an verschiedene NGOs, also auch an Sea-Watch. Mhm. Auch gerade so eigene, ich glaube Regensburg ist da relativ stark, dass dann die, Gott, das kenne ich mich auch nicht gut genug aus, aber die regionalen Kirchenverbände, nenne ich es mal, oder die Kardinäle entsprechend Spenden sammeln oder entsprechende Mittel möglich machen für diesen Zweck, weil eben deren Ansicht nach, und ich glaube, das kann man unabhängig von jeder Religion sehen, Seenotrettung was Grundchristliches oder was Grundgutes, Grundmenschliches ist. Und deswegen wird das so unterstützt. Und das war jetzt sozusagen die Unterstützung einer Marketing- oder PR-Maßnahme auf eine Art und Weise, die der Film ja auch ein bisschen ist, weil er Aufmerksamkeit generieren wird, weil er Menschen informieren wird, weil durch die Kinovorführungen Spenden oder Einnahmen generiert werden, die auch komplett an CI fließen. Also wir als Produktion oder das Team verdient daran gar nichts. Es gab auch nicht die klassischen Rückstellungsverträge für die Beteiligten, sondern wie gesagt, wir haben die Arbeitszeit gespendet und alles, was jetzt plus reinkommt, geht an CI. Und das ist jetzt nichts anderes, als wenn Facebook eine NGO und 10.000 Euro Ads-Gutschein zur Verfügung stellt und sagt, macht Werbung für einen guten Zweck so ungefähr. Und das war eben ja, deren Unterstützung für dieses Projekt. Und natürlich auch für das Mennonitische Hilfswerk ist es dann auch ein bisschen Branding, ein bisschen Werbung, weil sie ja ihr Logo mit drauf haben und es auch ein Film von ihnen mit produziert ist. Also ich glaube, da gab es nur Gewinner in der Konstellation. Vielleicht ganz kurz nochmal Rückstellungsvertrag. Das ist auch so eine Sache, die man vielleicht nicht weiß. Willst du ganz kurz dazu was sagen, was man eigentlich ein Rückstellungsvertrag ist? Weil ich glaube, es kann vielleicht einige von den Zuschauern geben, die nicht wissen, was das ist. Also ganz grob, ganz, ganz simpel ausgedrückt. Ich glaube, jeder Anwalt würde mich dafür kreuzigen, aber ganz grob kann man sagen, ich sage, hey, wir drehen einen Film. Ich kann euch leider nicht wirklich was zahlen. Wir machen aber einen Rückstellungsvertrag. Und das bedeutet, wenn der Film dann Gewinne erzielt, also erstmal alle Kosten deckt, die natürlich sehr, sehr hoch sind, deswegen passiert das super selten. Mhm. Sobald Gewinne erzielt werden, werden die anteilig an die Leute, an die Crew verteilt, was in diesem Vertrag drin steht. Also im Sinne von, euer Einkommen wird zurückgestellt auf später, meistens ist das aber halt nie. Ja. Und wir haben gesagt, ihr bekommt eine Aufwandsentschädigung. Jeder, der auch mitgemacht hat, war nicht wegen der Aufwandsentschädigung dabei, sondern weil er die Sache an sich unterstützen wollte. Mhm. Genauso wie wir natürlich auch.
haben aber gleich gesagt, dass alles, was irgendwie reinkommt, weitergegeben wird und dass einfach eine große Spende oder viele, viele kleine Spenden sind, die dann zu CI finden. Vielleicht eine Sache, die ich mich jetzt gefragt habe, als jemand, der sich extrem für Dokumentarfilme interessiert, immer schon interessiert hat und jetzt quasi, wir machen ja eigentlich nur Commercial Corporate, was ganz gut ist und das zahlt ja auch die Rechnungen, aber die Idee ist natürlich schon, dass man vielleicht zwischendurch, wenn man mal Zeit hätte, auch quasi solche freien Projekte wie Dokus irgendwie angeht. Und das ist die Frage, die ich jetzt so ein bisschen an dich habe, in dem Fall tatsächlich, ihr habt es gemacht, ihr habt eine große Doku quasi released, die geht, was waren es, 45 Minuten? 50. 50 Minuten, genau. Ja, 50, ja. Das heißt, es ist schon eine, nicht glaube ich, komplett Feature. Feature ist, glaube ich, 1,5 Stunden, aber es ist ja... Genau. Aber trotzdem sehr lang. Würdest du es nochmal machen? Oder würdet ihr es quasi nochmal machen? Oder sagt, das war jetzt also einmal ganz schön, aber nochmal habe ich nicht Bock drauf? Also es ist ganz lustig, es hängt immer davon ab, zu welcher Zeitstufe du fragst. Also vor dem Projekt, einen Monat davor, hätten wir nie gedacht, dass wir es machen. während des Projekts gab es, glaube ich, für jeden... vor allem für die, die tiefer involviert waren, die Phasen, wo sie gesagt haben, sie machen es auf keinen Fall wieder. Und ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, ja, aber anders. Also ich glaube halt gut, an dem sind wir alle, denn wir machen eigentlich auch nur Corporate und Werbung und das ist so ein bisschen über uns hinausgewachsen dann oder überhaupt mit uns gewachsen, das Projekt. Und ob es jetzt eine Doku sein muss, würde ich mal in den Raum stellen. Aber ich glaube, also wir wollen regelmäßig, und regelmäßig kann auch alle paar Jahre bedeuten, soziale Projekte unterstützen. Das muss jetzt auch in Zukunft nicht wieder zum Thema Seenotrettung sein. Das kann auch Richtung Nachhaltigkeit oder Richtung Umwelt gehen. Aber wenn das alles mal durch ist, auch die Kino- und Streamingverwertung, wir wirklich Luft dafür haben, auch beruflich Luft dafür haben, wieder ein anderes Fass aufzumachen, welche Art auch immer. Nur wir würden das definitiv anders angehen. Also zumindest, wenn es wieder eine Dokumentation in dem Ausmaß wäre. Ja, ich fand ganz spannend, das zu sehen und habe mich da dabei natürlich auch gefragt. Man sieht ja die Bilder und die Menschen dort, die natürlich Extremes erlebt haben. Aber wie fühlt man sich da jetzt als Kamerateam, als Beobachter? Also das geht ja auch nicht so an einem vorbei. Und vielleicht auch die Martina, die da nochmal mehr Material gesehen hat, als das, was am Ende im Film gelandet ist. Wie hat euch das, sag jetzt mal, mitgenommen ist immer so ein hartes Wort, aber wie hat das auf euch gewirkt? Ich glaube, das lässt sich nicht pauschal beantworten, weil es sehr abhängig davon ist, mit wem du darüber sprichst. Also klar. Ich war bei einer Mission dabei und wir hatten das Glück oder Pech, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wir hatten 17 Leute, die wir retten durften, die bis auf zwei leichte Krankheitsverläufe und Fälle, also denen ging, also es ging ihnen dann gut, sage ich mal. Wir hatten keine Kinder, wir hatten keine 8-, 9-, 10-Jährigen, also was effektiv auch Kinder wären, wir hatten keine Babys, wir hatten keine Toten, wir hatten keine schweren Verletzungen. Also deswegen würde ich sagen, für mich persönlich war es relativ neutral, aber ich kann auch ganz gut mit solchen Situationen umgehen. Wobei man natürlich eine ganz andere Art von Gefühl oder dieser Aktion an sich wesentlich mehr Relevanz gibt. Also in dem Moment, in dem du mit den Leuten an Bord bist und die erste Minute der Verschnaufung irgendwie hast, nachdem alle versorgt sind, denkst du dir schon, wie irrelevant das eigentlich alles andere ist, was du so machst, wo du einkaufen gehst, wo du 10% sparst und was für einen Job du machst und dass das eigentlich vollkommen egal ist, welchen Werbespot du für welche Marke machst. Ja. Das ist keinen interessiert und das ist das eigentlich Wichtige, ist das definitiv. Aber es hat mich jetzt persönlich nicht mitgenommen im Sinne von stark emotional beeinträchtigt, weil ich, glaube ich, ganz gut vorher wusste, was mich erwartet. Das ging anderen Leuten an Bord definitiv auch anders. Mhm. Und der Fabi beispielsweise, der hat auch über Kontakte in Libyen und Niger dann, wir hatten diverse Folterszenen, die wir verpixelt haben, in einem Film drin, einfach in die Story reingepasst haben, weil es uns auch wichtig war, da die Realität abzubilden. Der hat dann von diversen Quellen eben diese Videos bekommen und das ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer, vor allem die in dem Fall unverpixelten, authentischen, ziemlich aktuellen Videos zu bekommen, wo du weißt, das ist vielleicht vor ein, zwei Tagen passiert.
Und Martina natürlich, aber das wird sie euch gleich sagen, nochmal, die praktisch alles wirklich sichtet. Ja, das ist nochmal eine andere Nummer, als wenn du das, ich muss auch sagen, wenn ich, als ich gefilmt habe, während der, also du bist da so ein bisschen im Flow, aber das ist immer so, wenn du gerade live was filmst, ob es jetzt eine Hochzeit ist, ich erlaube mir jetzt einfach mal den Vergleich, aber ob es jetzt eine Hochzeit ist oder eine Rettung in dem Fall oder eine Messe, wenn du so ein Live-Ding gerade filmst, du bist, also ich bin da komplett drin und dann das blendet man alles eigentlich außenrum aus. Deswegen glaube ich, dass da auch sehr, sehr viel nicht so wichtig ist in dem Moment, aber wenn man sich dann danach Zeit nimmt, sich damit beschäftigt und sich es anschaut, kann das nochmal eine ganz andere Sache sein. Ja, der Alex hat es gerade schon sehr gut übergeleitet. Martina, wie war das für dich, das ganze Material zu sichten, auch die Emotionalität der Aufnahmen und natürlich hat auch das Ganze, was jetzt nochmal für den finalen Film dann unkenntlich gemacht wurde, das in der, ja, also einfach so zu sehen. Ich würde gerne noch kurz auf die vorherige Frage eingehen. Ich wollte nur sagen, für mich hat sich also bei dem Projekt die Frage gar nicht gestellt, ob ich da mitmachen will oder nicht, weil das Thema für mich so wichtig ist. Also das war dann, also für mich war das klar, dass ich da mitmachen möchte. Jetzt bezahlt, unbezahlt, völlig egal. Und ich glaube, für mich ist das auch immer so der springende Punkt. Also wenn das Thema wichtig ist und wenn man da die Notwendigkeit sieht und auch die Dringlichkeit, dann macht man sowas. Also ich glaube, dann ist auch wurscht, ob man gerade Stress hat oder keinen Stress hat. Irgendwie ist man dann so involviert in dieses Thema, dass man das dann einfach machen möchte. Ich glaube, da kann man vorher sich überlegen und planen, wie man will. Man ist da meistens eh immer drin. Ja. Alex wird sich wahrscheinlich schon vorgenommen haben, das anders anzugehen das nächste Mal, aber meistens kommt dann sowas ja eh doch überraschend und dann ist man drin oder nicht. Also das ist dann schon auch einfach eine Entscheidung. Und zu der Frage mit dem Material, ich habe regelmäßig geweint, als ich mir das Material angeschaut habe. Das war einfach so, weil das schon, gerade die Interviews sind sehr intensiv, würde ich mal sagen, und also da erzählen viele Menschen viele Geschichten, die wirklich, wirklich furchtbar sind. Das geht an einem nicht spurlos vorbei. Das war schon schlimm, und das Material, was der Fabi zugeschickt bekommen hat, das sind eben so Folterszenen, die oft gefilmt werden, die dann den Familien zugespielt werden, um diese Person dann quasi frei zu kaufen durch die Familie. Also da, man wird gefangen, keine Ahnung, irgendwo festgehalten, dort gefoltert, gefilmt, dann bekommt die Familie dieses Video zugeschickt mit dem Verweis, also entweder überweist jetzt so und so viel Geld oder das wird sich wiederholen oder er wird sogar sterben oder sie. Das Material, das habe ich mir einmal angeschaut und dann immer übersprungen. Also das reicht dann einfach zu sehen. Und jetzt, wenn ich mir den Film anschaue, ich weiß ja, wann es kommt. Ich mache dann immer tatsächlich, ich mache dann meine Ohren zu, weil für mich sind nicht die Bilder so schlimm wie der Ton. Also der Ton, den man hört. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist eher das Schlimme an der ganzen Sache. Genau, und das war auch, glaube ich, so durchweg immer wieder eine Frage, als wir den Film intern gezeigt haben bei CI, bei Besprechungen, ob man das Material jetzt drin lässt oder nicht. Aber wie der Alex schon gesagt hat, also wir sehen das schon als wichtig, die Realität auch abzubilden. Und ich hatte auch beim Sichten das Gefühl, die Menschen, die Interviews gegeben haben, die Menschen, die Videos geschickt haben, die wollen auch, dass das gezeigt wird. Die wollen jetzt nicht, dass man eine beschönigte Wahrheit erzählt und deswegen ist das alles drin. Genau. Ja, also nochmal grundsätzlich, ich gehe gleich nochmal auf eine Frage ein vom Flo. So dieses ganze Thema, man hat ja als Mensch immer irgendwo eine soziale Verantwortung und so war das jetzt zuletzt auch bei uns aus einem aktuellen Beispiel, wo die Caritas auf uns zukam und uns gefragt hat, ob wir ein Projekt gegen Frauengewalt unterstützen wollen. Da haben wir natürlich auch gesagt, das ist unsere Verantwortung, die wir mittragen und da unterstützen wir natürlich gern. Und sowas fühlt sich immer, sag jetzt mal, besonders an, sowas irgendwie, wenn man arbeitet daran anders, als wenn es jetzt irgendwie ein normaler offizieller Auftrag ist. Und da entstehen immer tolle Sachen und viele Leute unterstützen sowas immer. Deshalb
spiegelt es sich so eins zu eins wieder, was ihr gerade gesagt habt. Genau, der Flo hatte noch gefragt, das knüpft so ein bisschen an das, was du gesagt hattest, Alex. Also ihr würdet es nochmal machen, aber ihr würdet es anders machen. Jetzt hat er gefragt, was genau würdet ihr anders machen bei einem neuen Projekt? Ja, also ich bringe mir die Reihenfolge von Dingen jeglicher Art. Wir haben uns am Anfang auch ein bisschen zeitlich unter Druck setzen lassen, von in dem Fall CI, also auf eine sehr positive Art und Weise, uns dazu zu sagen, also es war jetzt nicht stressig oder so, aber sie hätten den Film gerne zu Weihnachten in dem Jahr fertig gehabt, also im letzten oder vorletzten Jahr oder wann es sogar war. Und wir haben gesagt, nee, wir haben nicht früh genug gesagt, dass wir es eher noch ein Jahr weiter verschieben sollten, und haben dann gewisse Dinge überstürzt, also wie zum Beispiel erstmal viel zu produzieren. Die Martina hätte von Anfang an im Boot sein müssen, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und am allerbesten, bevor wir filmen, hätten wir mal einen groben Plan aufstellen sollen, in welche Richtung der Film gehen kann, dass der dann vermutlich nicht ganz eingehalten wird, weil wir eben diese Situation hatten, die komplett unerwartet waren. Wäre auch klar gewesen, aber man hätte dann schauen können, Route A, B und C so ungefähr. Und ich konzentriere mich in jeder Situation drauf, eine dieser Routen oder alle so ein bisschen abzudecken, um dann eher in eine Richtung zu gehen, die ich mir vorher überlegt habe. Und wir haben ja im Nachhinein wirklich, das ist ja genau andersrum gelaufen. Das ist genauso was auch mit dem Crewing, so ein bisschen der Postproduktion, da ist halt viel on the go passiert. Also während wir im Schnitt waren, haben wir so ein bisschen den Komponisten identifiziert und mit dem Sounddesigner gequatscht. Und das hat schon funktioniert, aber es wäre natürlich, glaube ich, auch vom Terminplan auch für alle so ein bisschen, es wäre vielleicht auch schneller gegangen insgesamt, wenn man diese Planung, wie eben bei Werbung, auch im Vornherein direkt erledigt hätte und auch so ein bisschen mehr einen Fahrplan gehabt hätte. Und effizienter zusammenzuarbeiten. Aber was jetzt nicht bedeutet, dass wir das in der konkreten Situation, also ich weiß nicht, ob es so viel besser hätte werden können, weil ich glaube, inzwischen, wir sind schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber es hätte besser ablaufen und vielleicht auch schneller ablaufen können. Und wir wissen zumindest, also ich für meinen Teil wüsste jetzt, dass wenn wir sagen, wir würden eine Dokumentation irgendeiner Art nochmal machen, dann müssten wir im Vornherein wissen, dass wir es thematisch grob in der Hand haben und uns nicht überall, also das größte Learning war vielleicht, dass es eine Herausforderung ist, wenn wirklich jedes Drehszenario außer einem Experteninterview, von denen wir zwei oder drei geführt haben, eine komplette Wildcard ist bezüglich der Inhalte. Mhm. Und dass man sich dann eher ein Thema holt, bei dem man den Faden wirklich auch selber im Vornherein schon bestimmen kann, in welche Richtung er gehen soll, weil das hätte man nicht gekonnt. Das ist natürlich eine größere Herausforderung oder hat ein größeres Risiko, entweder super zu werden oder halt komplett durchwachsen. Wir hatten Glück. Man muss auch dazu sagen, also ich glaube, das ist auch so ein Faktor, den man oft vergisst, wenn man an einem Projekt arbeitet, wo viele involviert sind, die umsonst arbeiten, beziehungsweise halt nicht ihre normale Arbeitszeit bezahlt bekommen, dann muss man sich auch nach den ihren Verfügbarkeiten richten und das ist halt ein Faktor, der schwierig ist. Und man kann dann nicht sagen, okay, wir buchen dich jetzt. Du hast jetzt irgendwie 3 Wochen Zeit, um das fertigzustellen. Und dann musst du liefern, was ja die Regel ist. Sondern bei solchen Projekten ist es dann halt so, dass jeder das gerne und wirklich mit viel Engagement, Motivation, aber halt nur in der Zeit machen kann, die halt außerhalb der Arbeitszeit liegt, weil jeder halt auch irgendwie arbeiten muss und Geld verdienen muss. Und da kann man keinen Druck ausüben. Da kann man mal nicht nachfragen, ne? So du, wie sieht's aus? Du wolltest es eigentlich am Montag schicken, aber man kann natürlich nicht sagen, so jetzt morgen ist Schicht, ne? Ja, klar. Ja. Und das ist so ein Faktor, der ist schwierig irgendwie mit zu kalkulieren. Was mich noch interessieren würde, Alex hat es ja gerade schon so ein bisschen angerissen mit dem ganzen logistischen Thema, auch teilweise Einreise und so weiter und so fort. Welche Herausforderungen haben sich beim Dreh noch herausgestellt, die ihr vielleicht erahnt hattet oder beispielsweise Kameras ins Wasser gefallen oder Festplatte oder was auch immer? Was für Geschichten gibt es da noch so aus dem Nähkästchen? Ja? Ja, also das Handgepäck war immer schwerer als der aufgegebene Koffer. Aber es hat funktioniert. ja, ist aber irgendwie mit dem Kupferlegen immer so. Wir wurden noch nie kontrolliert insofern. Ja. Ich hoffe, keine Fluggesellschaft dazu.
Ja, ein ND-Filter liegt auf dem Boden des Mittelmeers irgendwo, das ist aber auch nicht so schlimm an sich. Und ja, also die, es ist viel sehr, also ich glaube, die meisten Dinge laufen dann immer wesentlich besser, als man denkt. Und deswegen hatte ich auch mit dieser Einstellung, ich hatte jetzt kein Problem damit gehabt, den Liga zu filmen, auch wenn mein Kollege das teilweise ein bisschen anders gesehen hätte, was ich verstehen kann. Aber ich habe mir gedacht, naja, wir haben da einen Fixer vor Ort, das geht schon irgendwie. Also es wird sich schon irgendwie ausgehen. Ich meine, was soll passieren? Kann natürlich viel passieren, aber vielleicht schadet das Naive da auch nicht ganz. Also das und was da hätte passieren können, haben wir leider oder zum Glück, weiß ich nicht, erlebt. Aber ansonsten, also das eigentlich für mich zeitraubendste war der Versuch bei oder auch die Umsetzung vieler Auslanddrehs, in dem Fall teilweise auch parallel. Also in Libyen hatten wir auch was versucht, also da wollten wir bewusst nicht hin, weil es dann doch ein bisschen heikel gewesen wäre. Aber dann die Kommunikation auf Sprachen, die wir teilweise nicht annähern können, weil wir bei Französisch halt leider auch schon raus sind, mit Leuten vor Ort oder über dann einen Kontakt von der FAZ, dann einen Kontakt über irgendeine Kriegsberichterstatterfirma, zu einem Informanten vor Ort zu kommen, der jemanden kennt, der unser Fixer sein kann. Weil genau so war es. Ja. Und das ist halt, wenn du da stehst und du diese Person suchst, aber du noch nicht weißt, wie du da hinkommen sollst, in fünf Ecken rumkämpfst. Es hat geklappt, aber am Anfang ist es natürlich eine Herausforderung, die nicht wie jetzt mein normaler Job hier, sage ich mal, mit ein paar Telefonaten und Mails irgendwie erklärbar ist, weil du lösbar ist, weil du weißt, okay, es gibt die Person, mit der quatschst du und dann läuft das, sondern du weißt nicht einmal, wer die Person ist und du kennst niemanden, der diese Person, die du nicht kennst, kennt. Und das, es hat funktioniert, aber es hat auch Zeit gebraucht, das war schwierig. Und ich glaube, viele andere Dinge waren dann, was normale Auslanddrehs oder mit wenig Equipment smart gepackt und mit der Hoffnung, dass du nicht dein Gepäck irgendwie abgeben musst oder das gewogen wird. Aber ich meine, das wäre auch nur mehr Preis gewesen, weißt du, das ist ja alles kein Stress. Das ist auch kein Stress, da geht meine Optik kaputt, das ist ja egal. Das Zeug ist versichert. Also mal ernsthaft, es hätte nicht wirklich was Schlimmes passieren können bei diesen ganz normaleren Produktionen, meiner Ansicht nach. Und da wir ja so, wir waren ja super autonom, was alles betrifft und auch was dann Deadlines und Zeiten betrifft. Und am Ende ging es darum, dass wir einen guten Job machen und den Film fertig machen. Und mussten es eben nicht bis zu Weihnachten des gleichen Jahres irgendwie in Kinos haben. Also von dieser organisatorischen oder Kundenseite aus in dem Fall war alles super, aber das war auch, das haben wir irgendwie auch gebraucht, weil wir normalerweise, also weder machen wir Dokumentation noch machen wir Kino. Und das war, ja, war eine steile Lernkurve. Ich habe vielleicht noch eine Frage, die sich eher auf den inhaltlichen Bereich so ein bisschen richtet. Das Thema Flüchtlinge ist ja leider ein politisiertes Thema, sage ich mal. Also da ist ja die Meinung leider nicht einheitlich. Und das spricht ja auch im Film so ein bisschen an, quasi, dass da auch den Flüchtlingshelfern oder halt den CI vor allem auch Gegenwind entgegenschlägt. Das ist mir die Frage, ist das euch auch passiert, weil ihr ja in Anführungszeichen, ihr macht ja Werbung, ihr macht PR, hast du selber schon gesagt. War das für euch jemals ein Problem, dass da jemand auf euch zukam, meinte sowas, was ihr quasi für einen Scheiß da macht oder so? Oder habt ihr das gar nicht erlebt? Also habt ihr da quasi, ist das für euch gar kein Thema gewesen? Ich frage mich nur, weil ich könnte mir vorstellen natürlich, dass man vielleicht mit sowas konfrontiert ist, wenn man sich einem Thema widmet, wie gesagt, was doch sehr aufgeladen ist. Ja, im Internet an jeder Ecke. Ne? Also wenn du, oder lass es mich so sagen, also uns direkt noch nicht wirklich, aber unter jedem Beitrag, wir hatten ja relativ viel News-Coverage in den letzten Wochen von verschiedenen Regionalmedien, Fernsehsendern, Rundfunk, Zeitungen, Social-Media-Seiten und so weiter. Und da in den Kommentaren geht es natürlich immer ab, das kann man sich vorstellen, aber das ist halt das Internet. Zum Glück gab es jetzt noch keine persönlichen anonymen Drohbriefe oder im privaten Leben auch nicht. Also ich glaube, ich kann froh sein, zu behaupten, dass ich niemanden persönlich kenne, der da ein bisschen ja, ausländerfeindlich, rassistisch unterwegs ist. Und ich weiß dann auch nicht, ob die Leute, die sich da vielleicht ihren Teil denken, das dann überhaupt ansprechen würden, weil es ja doch nochmal eine ganz andere Sache ist als im schönen anonymen Internet, wo es ja gefühlt überall mehr Hetzer gibt als normal denkende Menschen. Das ist halt, da ist es halt auch einfacher, wenn man eher mit der Masse stimmt. Aber mal sagen, also ich hoffe natürlich nicht, dass es passiert, aber ich kann mir jetzt, nachdem wir erst in der Woche im Kino starten und es eben Live-Veranstaltungen geben wird, auch mit einer Diskussionsrunde mit den CI-Lokalgruppen jeweils, ich kann jetzt nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass da eine Nazi-Gegendemo stattfinden wird, aber es bietet natürlich ein bisschen mehr Angriffsfläche als das, was wir aktuell machen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sobald der Film irgendwie, wenn er auf Amazon oder so
dann sein sollte, dass dann die Bewertungen nicht unbedingt die Qualität des Films widerspiegeln, sondern die Meinungen zu dem Thema. Wahrscheinlich, ja. Und da hoffe ich dann, dass wir genug Leute mobilisieren können, die das so ein bisschen ausgleichen, einfach aus Prinzip, wenn es soweit ist. Aber schauen wir mal, was passiert. Also ich hoffe das Beste, aber ich weiß, dass es vermutlich da noch ein paar kleinere Problemchen geben wird. Andererseits sehe ich das auch so. Also wir haben das für uns so geregelt bei den Beiträgen, mit denen wir irgendwie direkt, indirekt zu tun haben, weil wir verlinkt sind und solche Kommentare sehen. Oder ich glaube, wir haben es so geregelt. Für jeden Wut-Smiley, für jede Wut-Reaktion auf so einen Beitrag spenden wir 1 Euro über die komplette Dauer des Projekts an CI. Das haben wir beim ersten mit 5 Euro gemacht. Das ist dann auch eine etwas größere Summe gewesen. Und ich glaube, wenn man das so auch kommuniziert, dann hat man so ein bisschen das schöne Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und vielleicht die Leute, wenn die das mitbekommen, dann ärgern sie sich über ihre eigene Scheiße. Und das ist, glaube ich, damit das Beste, was man machen kann. Ist auch wieder eine Win-Win-Situation eigentlich. Der Beitrag bekommt Interaktionen und sie bekommt Geld. Also optimal gelaufen. Ja. Da müssen wir schauen, ob wir uns noch andere Sachen überlegen können, die in eine ähnliche Richtung gehen. Es ist halt polarisierend, ist ja meistens auch positiv, ja. Obwohl es natürlich traurig ist, dass das ein polarisierendes Thema ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, das soll das eigentlich nicht sein. Das führt gerade zu meiner nächsten Frage noch vielleicht, das hast du schon angesprochen. Wer ist denn eure Zielgruppe? Weil wir haben uns den Film beide heute quasi gesichtet und mal angeschaut insgesamt. Und ich glaube, wir hatten beide schon vorher eine Meinung, die eure, glaube ich, widerspiegelt. Und jetzt ist die Frage, wen wollt ihr erstmal erreichen? Weil natürlich den Hardcore-Rassisten wird man nicht erreichen, das ist klar, der hat seine Meinung, aber wen versucht ihr quasi zu überzeugen oder zu informieren? Also wo seht ihr da quasi die Zielgruppe? Ich glaube, da würde ich einfach an Martina übergeben. Also ich glaube generell die breite Masse schon. Also wir wollen schon so viele Menschen erreichen wie nur möglich. Und ich glaube, das Ziel war schon gesetzt, Leute außerhalb der Awareness Bubble, will ich jetzt mal so sagen, zu erreichen. Deswegen war uns auch wichtig, dass wir jetzt keine Kunstdoku produzieren, die man zwar irgendwie visuell super findet, aber wo man viel reininterpretieren kann und vielleicht gar nicht weiß, was jetzt gerade erzählt wird, sondern sollte schon eine klare Geschichte sein, der man folgen kann und wo auch viel Informationen vermittelt werden. Genau, und das ist eigentlich so mein Hauptziel, dass man vielleicht, also ich sehe es auch nicht so leider, dass jetzt irgendwelche Menschen, die jetzt prinzipiell sowas ablehnen oder diesem Thema negativ gegenüberstehen, jetzt ins Kino gehen, glaube ich nicht, dass die sich jetzt denken, so, ich informiere mich jetzt und prüfe jetzt meine Meinung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jemand einfach, keine Ahnung, seine Tante mitnimmt oder seine Oma oder, keine Ahnung, die Eltern und für die das ein zugänglicher Film ist, ne? Wo man jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt so ein erhobener Zeigefingerfilm ist, sondern das ist ein Film, der einfach die Realität zeigt und vermittelt, wie schlimm das ist. Und ich glaube, man geht schon aus dem Film mit sehr, ich würde es nicht sagen, mit der besten Laune raus. Ne? Ja, also ja, eher so ein Film, wo man danach schluckt und sagt, okay, jetzt gehe ich mal heim. Ne? Und das ist zumindest mein größter Wunsch, ne? Dass man außerhalb der Bubble, die eh schon informiert ist, auch nochmal Menschen erreichen kann, die dann dafür sensibilisiert werden und informiert sind. Ich glaube tatsächlich auch, dass innerhalb der Bubble, also ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber dass auch innerhalb der Leute, die sich zum Thema so ein bisschen informieren oder Seenotrettung, ich sage jetzt mal nicht abwerten, ganz cool finden, dass wir hatten schon in Deutschland ein paar Filme zu dem Thema über die letzten Jahre hinweg, die allerdings sehr Seenotrettungs-NGO bezogen waren. Also es war dann eher eine Dokumentation über den Verein. Und das ist auch nicht schlecht gewesen, vor allem am Anfang der ganzen Thematik, weil es ein neues Thema war. Aber ich finde, was wir alle auch, das war auch der Ansatz, den Film Route 4 und zum Beispiel nicht CI oder Alan Kurdi, wie das Schiff hieß, zu nennen, den Fokus mal eher auf die Menschen zu legen und auf die Einzelschicksale und die Beweggründe aufzubrechen und auch die Hürden auf dem Weg, in dem Fall in Libyen, mit denen CI natürlich indirekt in Kontakt steht, als ein Teil dieses sehr beschwerlichen, teilweise tödlichen Weges. Und was eben häufig, also auch gerade in den Nachrichten und wenn man es allgemein mitbekommt, vergessen wird, ist, dass eben nicht 150 Leute sind, die ertrunken sind oder 17 oder 300, die es geschafft haben oder die dort irgendwo festsetzen, sondern dass es Name A, Name B, Name C sind, Familie X, Vater Y, Kind Z, die aus Niger, Libyen, Tunesien kommen,
die Schneider sind, Showman werden möchten, als Hobby gerne Fußball spielen, ihre Familie hinter sich gelassen haben oder mitgenommen haben oder sie auf dem Weg verloren haben. Und dass man wieder etwas mehr menschliche Einzelschicksale einfach in den Vordergrund rückt. Weil das ist eigentlich bei allen wichtigen Themen geht das, finde ich, total unter. Mhm. Wobei das eigentlich das Allerwichtigste ist, weil wir uns meiner Ansicht nach damit alle am ehesten noch identifizieren können und einzelne Geschichten nachvollziehen können, als nur irgendwelche Statistiken und Zahlen zu haben, von denen es ja leider genug gibt. Aber das ist mal so, ja, so verallgemeinernd und irgendwie so gesichtslos. Ja, und dass man auch dann vielleicht sich auch eine politische Meinung dazu bildet, weil es spielt natürlich sehr viel Politik da auch mit rein in das Thema. Und man dann zumindest so ein bisschen Informationen im Hinterkopf hat, wenn sich Parteien, die EU zu diesen Themen äußern und man einen Standpunkt hat, den man dann vertreten kann. Ne? Das ist auch wichtig. Also ich fand auch so, als ich den dann gesehen habe, man beschäftigt sich hier Tag für Tag mit irgendwelchen Dingen, so wie ob ich mir jetzt das neue MacBook kaufe oder so, so ein bisschen wie der Alex oder wie der Alex gesagt hat, oder ich gehe einkaufen und so. Das sind so Dinge, die für uns total normal sind. Und wenn man denn sowas sieht, dann denkt man sich, wie glücklich man sich schätzen kann, dass man hier in einem funktionierenden System irgendwie lebt. Und ich fand es auch total bewegend zu sehen, dass denn teilweise, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der eine 15-Jährige gesagt hat, ja, er hat keinem Bescheid gesagt, dass er gegangen ist, sondern er ist einfach gegangen und sich auf eine Reise begeben hat, wo er selbst auch nicht weiß, ob er überhaupt am Ende ankommt, ob er zwischendurch irgendwo umgebracht wird oder was auch immer passiert. Also das ist echt krass. Und eine Frage, die ich mir dabei noch gestellt habe, da ja allgemein wahrscheinlich schon bekannt ist, dass Libyen eine schwierige Zone ist, gäbe es nicht irgendwie die Möglichkeit vom Niger beispielsweise oben über Algerien, dann wäre zwar der Seeweg nicht direkter, aber es gäbe doch rein theoretisch Routen oder Möglichkeiten, Libyen zu umgehen oder das liegt an der Grenze. Die Grenze ist offener, die ist zugänglicher, man kommt leichter ins Land. Also die Grenzen der umliegenden Länder sind stabiler. Und dadurch, dass das Land in der Situation ist, in der es jetzt gerade ist, ist es halt super leicht, da reinzukommen. Ja. Und man muss auch sagen, also das ist jetzt nicht die Mehrzahl der Interviews gewesen, aber es gab auch Interviews, in denen oft waren es Frauen oder Mädchen eher, die gar nicht wussten, was da los ist. Mhm. Ne? Die sind da quasi in dieses Land ein bisschen blind. Ne? Also denen wurde dann erzählt, dort findest du einen Job, da kannst du arbeiten. Die hatten auch oft gar nicht das Ziel, übers Mittelmeer nach Europa zu gehen, sondern die sind dann eher nach Libyen gereist und wussten gar nicht, was sie da erwartet. Und wurden dann halt mit der Hölle, die dort vorherrscht, konfrontiert und meistens einfach nur verkauft. Also die wurden dann gekidnappt und dann die nennen das Collection Houses, das ist eigentlich Bordelle im Endeffekt, da werden die dann verkauft. Die offenen Grenzen sind der Grund. Man kommt einfach leichter rein. Okay. Vielleicht von mir noch die Sache, die ich mir jetzt noch gefragt habe. Es ist ja, wie gesagt, ein Film, der aufklären soll, der nochmal, also zum Beispiel mir ist auch als jemand, der schon Bescheid wusste so ein bisschen, nochmal mehr Argumente liefert, sage ich mal, also der mir einfach mehr Informationen, Background-Wissen gibt. Habt ihr auch einen Plan in der Vermarktung, sage ich mal, wie ihr vielleicht eben auch an politische Entscheidungsträger in irgendeiner Form herantreten wollt? Also es gibt ja manchmal so diese Screenings, wo du dann auch einlädst, ob dann jemand kommt, ist die andere Frage, ne? Aber habt ihr das in der Form im Plan, weil natürlich die ganzen NGOs stecken irgendwie mit dahinter, sind dabei, wollen ja auch natürlich wahrscheinlich, dass es diese Leute sehen, weil die am Ende vielleicht was verändern könnten. Wir können es ja nur mit unserer Wahl, unserer Stimme eigentlich, oder halt spenden, wenn wir spenden. Also gibt es da Pläne von euch, oder sagt ihr, nee, wir versuchen uns auf die Masse zu konzentrieren, erstmal quasi allgemeine Stimmung quasi nochmal zu stärken oder zu verändern? Also das mag jetzt sehr pessimistisch klingen, aber ich gehe nicht davon aus, dass egal welcher Film von egal wem auch mit irgendeinem Unterschied macht.
es macht keinen Unterschied, ob ein Joko und Klaas 15 Minuten dem Thema im TV widmen, was ja auch vor ein paar Monaten, vor einem Jahr passiert ist. Es macht auch keinen Unterschied, ob eine Partei das so sieht oder ein Politiker oder ob 5 Millionen Euro an Spenden gesammelt werden. Das reicht alles nicht. Also es ist so ein bisschen zwecklos meiner Ansicht nach. Es ist, für mich ist es ähnlich wie die Fridays for Future Demos. Das ist eine gute Sache, weil das Thema Präsenz, Öffentlichkeit bekommt, aber dadurch ändert sich nichts. Das ist viel mehr nötig als ein paar Leute oder ein paar hundert oder ein paar hunderttausend Leute, die eine Meinung haben und damit an die Öffentlichkeit gehen und versuchen, Druck auszuüben, aber es sind keine Entscheider. Und die Entscheider sitzen auch nicht nur in Deutschland, die sitzen auch in der EU und am Ende sind es finanzielle Mittel, die fließen und am Ende muss es sich auf irgendeine Art und Weise lohnen, den Status quo zu ändern, weil die Entscheider der Ansicht nach sind, dass es für sie oder dass es sich eben lohnt. Und leider wird da der Film auf die Art nicht helfen und auch niemanden bewegen oder niemanden, keinen Entscheider dazu bringen, wirklich auch eine Entscheidung zu treffen und nicht nur eine Meinung zu haben, die eine Auswirkung hat. Also das sehe ich jetzt mal ganz, ganz realistisch. Da bin ich, da muss ich dem Alex widersprechen. Das ist doch gut. Also ich bin da nicht so pessimistisch. Ich sehe natürlich jetzt nicht, dass unser Film jetzt alles ändert, aber ich glaube schon, dass sowas einen gewissen Einfluss haben kann. Also das ist so ein bisschen abhängig von den Ortsgruppen, also von den Lokalgruppen, die diese Vorstellungen ja organisieren. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass in Regensburg ich glaube, der stellvertretende Bürgermeister zum Beispiel da ist. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil sich dann gewisse Parteien halt auch positionieren müssen. Ne? Ja, also positionieren sie sich, beziehen Stellung zu dem Thema, müssen sich auch äußern. Und ich glaube, das ist in diesem politischen Zirkus wichtig. Und dass man dann als NGO die Leute auch auffordert, dahin zu gehen. Deswegen, also würde ich es jetzt nicht so pessimistisch sehen wie der Alex. Also ich glaube schon, dass sowas eine Wirkung hat. Also wahrscheinlich nicht die man gern hätte, also die große Wirkung, aber ich glaube schon, dass jede Aktion, auch wenn sie nur so klein ist, eine Reaktion hervorruft und das ist schon wichtig. Also ich glaube, viele einzelne Personen werden durch solche Aktionen wie jetzt den Film, Ähnliches, auf jeden Fall erreicht und es kann dazu führen, dass Städte sich positionieren und eben Geflüchtete aufnehmen, beispielsweise als sicherer Hafen, wie es bei Seebrücke ist. Also sowas kann ich mir absolut vorstellen. Ich kann mir nur nicht, also ich habe jetzt deswegen war es leider so pessimistisch, also wirklich mal ganz, ganz, ganz an so die große Hauptlösung gedacht, entweder staatliche Seenotrettung der EU wieder einzuführen und gleichzeitig natürlich Fluchtursachen zu bekämpfen und so ein bisschen eine schöne heile Welt, was mir dann doch etwas zu groß schien. Aber ich glaube gerade im Kleinen oder auch wenn es dazu führt, dass 2, 3 Leute vielleicht weniger Hasskommentare schreiben oder mal ihren Familienmitgliedern erklären, wie sie vielleicht dann mitnehmen, wie das Ganze abläuft oder eben spenden, damit Rettungswesten gekauft werden können. Also das sind natürlich Dinge, die es würde mich sehr überraschen, wenn dann so ein Projekt in dem Umfang nichts derart erreichen würde. Ja. Man muss auch sagen, das ist alles super wichtig. Ja, also ich glaube, das ist auch immer wieder, wie sage ich es am besten, wie so eine Art Gegenpol zu manchen Tendenzen auch wirken kann. Ne? Also wenn jetzt irgendwo gerade eine Story viele Rechte irgendwie bewegt und da kann man mit so einem Film oder mit einer Aktion oder mit einer Demo wieder dagegen steuern. Also ich find die solche Arbeiten generell sehr, sehr wichtig, um einfach auch nicht das Gleichgewicht oder das Ungleichgewicht irgendwie in eine rechte Richtung eskalieren zu lassen. Ja. Ihr habt das gerade sehr schön dargelegt, was ihr so euch erhofft, welche Reaktionen es geben wird. Ihr wart ja auch im engen Austausch mit CI. Was war da so euer Eindruck oder hat CI euch konkret gesagt, hey, wenn der Film draußen ist, dann hoffen wir, dass die EU beispielsweise sich dazu klarer positioniert oder wie steht CI an der Stelle dazu? Ich glaube tatsächlich, dass CI zum Glück seine Ressourcen in die Richtung, also wirklich in jeder Hinsicht in die Richtung lenkt, die Rettungsmissionen zu ermöglichen. Wir haben ja auch ein neues Schiff gekauft, das alte, das wir im Film sehen, das ist seit 1-2 Monaten verkauft worden, an andere Rettungsorganisationen.
und die meiste Zeit, so habe ich es zumindest mitbekommen, dort reinfließt, was dazu geführt hat, dass wir viel freie Hand hatten. Mhm. Und auch nicht sehr, also wir wurden nicht kontrolliert oder stark beeinflusst, weil wir jetzt auch keinen, ich sag mal, irgendwie Halbtagsbetreuer hatten oder Kunden in dem Fall. Weil jeder, der bei CI tätig ist, seine Hauptarbeitszeit eben ins Kerngeschäft reinsteckt. Ja, ja, also ja. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht wurden sich da Gedanken gemacht, aber uns gegenüber wurden jetzt keine konkreten geäußert. Es ging eher darum, und ich glaube, dass das ja am Ende dann auch passiert, ein mal etwas mehr zu schaffen. Also CI ist ja auch in den letzten Jahren erheblich gewachsen, war ja auch, als wir angefangen haben mit der Kooperation, noch ein kleinerer, jüngerer Verein, sich professioneller zu werden, größer zu werden, und da gehört inzwischen sowas wie ein Film, Kino, Dokumentationsfilm irgendwie auch dazu, weil andere NGOs eben auch in dem Bereich mitschwimmen. Und ich glaube, damit positioniert man sich dann auch als ja eben professioneller, erwachsener, vertrauenswürdiger und damit auch potenziell besserer Spendenempfänger. Wurde mir jetzt, wie gesagt, nicht so kommuniziert, aber das ist das, was ich mir, und natürlich die Reichweite, die ich da so ein bisschen, die News Coverage, die ich da so ein bisschen sehen würde, ich glaube, das waren alles Teile der Intention dahinter, und ich glaube auch, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass viele CI-interne Filme auch so ein bisschen als Lehrmittel, würde ich sagen, mal verwenden möchten, also zum Beispiel an Universitäten für Seminare, für Vorführungen, da ist jetzt wieder die Dauer von 50 Minuten ganz angenehm, dass man kleine Infoabende macht und praktisch mal was in der Hand hat, was das gesamte Thema ganz gut erläutert und nicht nur eine PowerPoint ist. Natürlich, ich kann es jetzt nicht abschätzen, aber natürlich, wenn wir jetzt im Kino im Weihnachtsgeschäft sind, kann es durchaus sein, dass wir dadurch einiges an Spenden noch generieren können. Also da vielleicht auch nochmal zu damals, das, was ihr damals gemacht habt, dieser kurze Trailer, der quasi den Anfang begründet hat oder Zusammenarbeit mit CI, das war, wo ich zum ersten Mal von euch gehört habe tatsächlich und auch zum ersten Mal von CI gehört habe und danach dann bei CI auch gespendet habe. Also das war wirklich der Beginn, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es was, was macht, ich spende, nur mal so als Use Case. Also es hat funktioniert, bei mir hat es funktioniert. Danke. Und ich gehe davon aus, dass bei anderen auch funktioniert. Und ich glaube auch, dass dieser Film in der Form so funktionieren wird, also wenn er quasi ankommt und eben nochmal dieses, also das andere war halt emotional, es war Werbung quasi in Anführungszeichen, es war einfach nur dieses Thema zu verarbeiten, und jetzt ist quasi einfach das Gegenpart, alles an Informationen in 50 Minuten komprimiert, also trotzdem komprimiert in 50 Minuten reingepackt und natürlich mit viel Emotion, aber also ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr gut funktionieren wird, und wünsche euch da auch viel Glück, dass die Spenden da auch nochmal reinrollen, jetzt gerade zu Weihnachten. Vielen Dank. Und danach, ja. Gibt es schon, jetzt nachdem ja der Film fertig ist und veröffentlicht wird, irgendwelche neuen Pläne mit CI, oder habt ihr gesagt, hey, wir schauen einfach mal, wie es läuft, und wenn immer ihr neue Ideen habt, kommt gern auf uns zu, oder wie ist da der Status quo, sage ich mal? Ja, das ist so der Hauptplan. Also für uns ist es auch, ich glaube, für CI auch noch nicht fertig. Wir sind jetzt so ein bisschen in dem Peak der letzten Phase sozusagen. Ich meine, in zwei Tagen, genau jetzt, also um 18 Uhr, in zwei Tagen am Mittwoch, am 24. wird der Premiere sein. Und dann haben wir mal ein, zwei Monate Kino-Time auf jeden Fall. Streaming wird auch noch so ein bisschen, also ich meine, das ist dann kein großes Ding mehr. Es will natürlich organisatorisch vorbereitet sein. Wir haben dann noch ein paar, die größeren, prominenten Influencer, sage ich mal, die heben wir uns dann fürs Streaming auf, wenn der Film wirklich deutschlandweit dann für alle verfügbar ist und auch auf Englisch, nochmal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Und dann würde ich sagen, dann hat das Ganze so ein bisschen sein Ende gefunden. Ob direkt darauf was anknüpft, glaube ich jetzt erstmal nicht. Was wir ganz gerne machen würden, wäre nochmal eine Mission begleiten, vor allem dann auch auf dem neuen Schiff. Aber wann und wo das sein wird, weil das ist natürlich auch immer was in den Terminplan absolut reinpassen muss, weil wir praktisch eine Person aus der Firma für einen guten Monat komplett entbehren mit Equipment. Und das ist leider auch immer sehr spontan zeitlich, also das heißt, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das unterkriegen. Das wäre jetzt noch so eine kleinere Sache, aber die komplette Szene ist ja auch immer sehr, sehr spontan, sage ich mal, und da wird jetzt nicht 3 Jahre im Voraus eine Kampagne geplant, und wer weiß, was sich ergibt. Ja. Ja, also dann zu guter Letzt. Oh, genau. Der Flo mal wieder hat eine Frage. In welcher Stadt, bei welcher Premiere werdet ihr dabei sein? Also
Ich glaube, der Flo meint ihr in Person, ob ihr irgendwo mit vor Ort sein werdet. Ja, also lustige Story. wir wollten in Regensburg, weil der Verein ja in Regensburg sitzt, am 24. Auch als Bockfisch zu dritt vor Ort sein. Mhm. Und jetzt haben wir vor 3 Tagen erfahren, dass es ausverkauft ist. Also, und ratet mal, wer keine Karten hat. Oh. Ja. Okay. Und dann kam natürlich König Söder mit neuen Regelungen in Bayern, dass Kinos nur 25% Auslastung haben dürfen. Das heißt, es wurden jetzt erstmal alle Reservierungen gecancelt. Mhm. Und dann muss man sich praktisch neu auf die Hälfte der Plätze dann, glaube ich, einbuchen, wo wir jetzt aber auch keine Karten haben, weil wir waren nicht schnell genug. Also deswegen, und wir haben uns dann zu dem Zeitpunkt auch gedacht, also gerade mit den neuen Regulierungen, es wäre eigentlich dumm und unfair, die Alternative wäre jetzt für uns so von einer Position in Deutschland-Fulda gewesen, wäre es dumm und unfair zu sagen, wir buchen uns da 3 Tickets von vielleicht einer Kapazität von 30 oder 50 Plätzen, nur dass wir unseren eigenen Film in der Premiere schauen können. Ich muss sagen, persönlich hätte ich es sehr gern getan. Also das hatte ich so noch nie erlebt und ich hätte es gerne erlebt, aber es macht leider keinen Sinn. Es wird allerdings so sein, weil ja jeder Film mit einer Diskussionsrunde verbunden ist, durch die Lokalgruppe organisiert, dass wir in Würzburg am 8.12. ist das, glaube ich, im Rahmen der Diskussionsrunde da sind. Also auch da so, wir haben keine Plätze im Saal praktisch, aber wir kommen danach mit rein, um über das Projekt zu sprechen. Und in Ochsenfurt, also neben Würzburg, wird es auch nochmal so sein. Da habe ich jetzt den genauen Termin nicht im Kopf, ist aber auch irgendwie Anfang, Mitte Dezember. Und wir müssen, also was die Premiere an sich betrifft, deswegen stand jetzt von uns dreien erstmal schwierig. Es werden aber noch ein paar Termine dazukommen. Es wird bestimmt einige Kinos geben, die jetzt wegen der Regelung auch und wegen der hohen Nachfrage den Film noch mehrfach anbieten und es vielleicht ein bisschen aufteilen, weil wir haben wirklich, also ich hätte es auch nicht gedacht, wir hatten letzte Woche schon 4, 5 ausverkaufte Kinos. Teilweise auch mit echt großen Sälen, also jetzt nicht so diese 10-Personen-Säle, sondern auch so 150-Personen-Säle, die halt nur für 80, 90 dann zugelassen sind. Da gibt es sich bestimmt noch ein bisschen was und ich hoffe, dass wir alle den Film auf irgendeine Art und Weise noch mal im Kino anschauen können. Wann wird sich nur so ein bisschen Corona-abhängig und auch ausbuchungsmäßig geben. Ich weiß nicht, das war jetzt für Fabi, Marco und mich gesprochen. Für Martina muss natürlich Martina sprechen. Also ich bin am kommenden Mittwoch in Regensburg bei der Premiere da. Also bei mir ist es dasselbe wie bei Alex und dem Rest. Ich werde wahrscheinlich nicht im Kinosaal sitzen, sondern danach dazu kommen. Am 24. in Regensburg, am 28. glaube ich in Holzkirchen, am 8.12. in Würzburg, am 15.12. in Ochsenfurt und dann noch zu der Vorstellung in München, wo ich noch den Termin bekomme, wann dieser ist. Genau. Es ist ja sehr bayernlastig, also insgesamt. Das war, ich glaube, weil die Frage, ich habe das so aus dem Augenwinkel gesehen, ob ihr quasi auch noch in andere Städte quasi deutschlandweit gehen wollt, so die größeren quasi, oder ist das für euch noch kein Thema? Genau, oder? Also wir haben, ja. Ja, vielleicht daran. Also ich, ja, beantworten wir erstmal die Frage, das glaube ich. Also es ist ein Unterschied, ich glaube, es ist ein Unterschied, wo der Film läuft. Der läuft ja schon deutschlandweit. Wir sitzen ja in Bayern, deswegen ist es, also für mich ist es logistisch sehr viel einfacher, natürlich jetzt von hier nach Regensburg, Holzkirchen, Würzburg zu fahren. München sitze ich ja, ist auch einfach, als jetzt nach Berlin, Kiel, Hamburg. Genau. Vor allen Dingen, weil wir das auch alles selbst bezahlen. Also es ist jetzt nicht... Genau, also ich zahle meine Reisekosten, meine Unterkünfte, wenn es sein muss, dann auch selber. Genau, deswegen ist es jetzt auch nicht so günstig, dann überall hinreisen zu können. Sonst hätte ich mir natürlich mehr Vorstellungen angeschaut. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, das haben wir vergessen zu sagen, also wir sind jetzt nicht bei allen Vorstellungen dabei, aber die Vorstellungen in den einzelnen Städten, die werden ja von den Lokalgruppen veranstaltet und diese sind in der Regel alle begleitet. Ja, ja. Also
soweit ich das mitbekommen habe, ist bei jeder Vorstellung, die jetzt zumindest angedacht ist, sind immer Menschen von CI dabei, die dann auch in den meisten Kinos auch noch einen Informationsstand haben, die eine Einführung geben und eine Diskussionsrunde danach begleiten. Also die können auch wahnsinnig viel beantworten, extrem viele Infos, vor allem Dinge über die Missionen und die Zustände an Bord, Fluchtursachen geben, was ja die Hauptinformationen sind, die man dort vermitteln müsste. Wir sind halt jetzt nicht bei jeder Vorstellung dabei und können jetzt über die Entstehung des Films erzählen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ne? Sind bei einigen, also ich weiß auch nicht in welchen Städten, aber bei einigen auch auf jeden Fall aus der CIA-Crew Leute dabei, die an Bord waren, teilweise auch während der Entstehung des Films. Also vom Jan zum Beispiel, dem Arzt, weiß ich, dass er in Murnau dabei sein wird. Da wurde der Termin wegen Corona jetzt leider verschoben, aber der ist da zum Beispiel am Start. Also wir haben dann teilweise auch noch so ein bisschen noch bessere Insights, sage ich mal, einfach durch, hängt natürlich von der Stadt ab, aber durch Leute beim CI, die wirklich was auch zu erzählen haben an eigenen Geschichten, was ich super cool finde. Ja. Ja, und wie Martina gesagt hat, das ist auf jeden Fall bei jeder ersten Vorstellung in der Stadt so. Und das hängt dann auch, also es ist ein bisschen Corona-abhängig, das ist gerade auch noch in der Planung, was ich so über Slack gerade mitbekomme, wie das dann läuft, weil das überschneidende Infoveranstaltungen gibt, eine Vorführung danach mit Nachbesprechung und dann praktisch die Vorführung drauf mit einer Vorbesprechung, um das so ein bisschen alles einzufädeln und dann vielleicht noch 2-3 Vorführungen ohne, um einfach den Andrang abzufertigen. Ja, da wird sich auch noch ein bisschen was tun, da wir jetzt ein sehr gutes Timing mit der vierten Welle auf jeden Fall hatten. In den Kommentaren habt ihr auf jeden Fall sehr viel Hilfsangebote. Der Flo schreibt, in Köln gibt es noch Karten, ihr seid herzlich willkommen und eine Übernachtungsmöglichkeit findet sich ja auch noch. Das ist ja schon mal gut. Aber eine Frage genau, die mir noch gekommen ist, wir haben ja über das ganze Thema Produktion gesprochen, auch so ein bisschen haben wir die Postproduktion, den Schnitt angesprochen. Wie seid ihr bei dem ganzen Thema Vertrieb rangegangen? Weil das macht man ja auch nicht alltäglich, dass man seinen Film ins Kino bringt. Wie seid ihr da vorgegangen? Was waren da so eure Learnings dabei auch? Also wir haben mit 2-3 Leuten gesprochen, die entweder sowas gerade auch gemacht haben oder schon mal gemacht haben. Mhm. Uns ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen Tipps geben lassen. Und am Ende haben wir dann versucht, einen Vertrieb zu bekommen irgendwie, aber das war dann am Ende, also ich glaube, die Essenz des Ganzen ist, wenn du nicht 20.000, 30.000 Euro übrig hast, ja. Dann wird es schwer, beziehungsweise unmöglich. Egal, und das ist der Mini-Paketpreis für Super NGO Freundschaftsprojekt, das ungefähr, also wurde mir zumindest so kommuniziert. Und ohne Vertrieb, Verleih, Weltvertrieb und so weiter tut man sich natürlich schwer. Dann nach ungefähr, ich weiß nicht, einem Monat des Versuchens, der Recherche und des Telefonierens haben wir einfach gesagt, okay, fuck it, wir machen das selber. Mhm. Beziehungsweise wir haben es nicht komplett selber gemacht, das wäre auch gar nicht gegangen, weil wir sind auch nur zu dritt und wir machen das nicht hauptberuflich, haben die Kontakte nicht und haben eben unseren normalen Job, bei dem wir andere Filme produzieren noch und haben das zusammen mit CI gemacht und es gibt, ich weiß nicht, 20, 30, 40 super tolle Lokalgruppen, die das so ein bisschen uns abgenommen haben und wir haben das dann sehr dezentral gelöst, dass wir Material, sowas wie Flyer, Plakate, Trailer und so weiter, Presse, Grafik-Sachen zur Verfügung stellen, aber dann die Lokalgruppen in ihren Orten auf Kinos zugehen. Das hat den Vorteil, dass jede Lokalgruppe 2-3 Kinos sich aussucht, einen relativ überschaubaren Aufwand hat, aber aus einer Hand, in dem Fall aus unserer, das Material dann verschickt wird. Und wir dadurch sehr, sehr schnell und sehr kurzfristig und unabhängig auch super verteilt eben an viele Orte gekommen sind. Weil sonst wäre es meine, also ich wüsste jetzt nicht, wie man mit in der gleichen Zeit ohne irgendwelche Kontakte wir müssen jetzt um die 30 verschiedene Orte haben, in denen wir in Deutschland und auch Österreich laufen, einfach mal so auf die Beine stellt. Weil da braucht man schon jemanden Vollzeit, der Programmkinos anschreibt, Listen pflegt und so weiter. Weil das wurde am Ende gemacht, nur das ist natürlich super, super zeitaufwendig. Das ist wirklich ein Vollzeitjob dann. Ja, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Also das ist auch wieder ein ganz, ganz tolles Engagement von eben Sia in dem Fall, was nicht immer nur bedeutet, an Bord eine wichtige Aufgabe zu übernehmen, sondern eben auch an Land Demos zu organisieren, Spenden zu organisieren oder uns in dem Fall ganz gewaltig zu unterstützen. Ja. Und ohne die Lokalgruppen wäre der Film nicht national gewesen, muss man ganz klar sagen. Ja, ja.
Ja, krass. Also hier kann man auch noch einen Kommentar von dem Manuel Guzman. Danke euch für den für mich total unerwarteten und aufschlussreichen Livestream. Tolles und sinnvolles Projekt, welches hoffentlich erfolgreich in den Kinos und der Öffentlichkeit sein wird. An dieser Stelle ja. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon so viel danke, Manuel. Über den Film gesprochen. Ich habe auch in der Beschreibung die Website von Root 4 verlinkt. Da werden ja alle Termine drinstehen. Aber Alex, du hast ja da sicherlich da noch mal ein paar mehr Infos, wo der Film zu sehen sein wird. Der wird, glaube ich, dann auch on demand live anschaubar sein, nehme ich an, ne? Genau, also der Plan, wir haben jetzt noch kein konkretes Datum, aber der Plan ist, dass wir bis Ende Januar in den Kinos sind. Mhm. Es wird hinten raus natürlich ein bisschen weniger werden. Die Hauptphase wird jetzt im Dezember sein. Dann ab dem 1.2. sind Vorführungen im kleineren Kreis außerhalb von Kinos möglich. Also das bedeutet zum Beispiel innerhalb einer Universitätsgruppe oder innerhalb eines Vereins. Also jetzt keine geschlossenen Veranstaltungen, aber auch noch keine Livestreams, sondern wirklich normale Vorführungen. Und dann ab April, also vermutlich 1. oder 2. April um den Dreh rum, wird es Video on Demand geben. Also auf jeden Fall Vimeo. Mhm. Und da, also auf Netflix wird es nicht laufen. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wir versuchen dann an die gängigen Portale, auf sowas wie Amazon ranzukommen und das entsprechend dort auf Deutsch und Englisch zu platzieren. Also das heißt, ab dort wird man den Film online normal schauen können, allerdings auch hinter einer Bezahlschranke. Das heißt, es wird voraussichtlich einige Monate, vielleicht auch einige Jahre noch so sein, dass der dann irgendwann mal normal auf YouTube ist, kann sein, aber ich möchte den Film auch so ein bisschen einfach Kinofilm sein lassen und der Kommentarspalte eines kostenlos irgendwo hochgeladenen Projekts, das dann vielleicht irgendwie zerschnibbelt wird und sonst wo landet, davon einfach ein bisschen bewahren. Ja, ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass man dadurch weniger Leute erreicht, sondern dass man bestenfalls natürlich gezielt Menschen anspricht, die gezielt diesen Film, auch der am Ende auch ein Film ist, für den man 1-2 Euro ausgeben kann, die dann wieder gespendet werden, sich ranholt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Genau, und man kann ja auch so immer spenden. Wir haben das ja auch schon getan und jede für uns vielleicht noch so kleine Spende hilft dieser Organisation eben, um am Ende Menschenleben zu retten. Also insofern nochmal auch von meiner Seite oder von unserer Seite vielen Dank, dass ihr sowas angegangen seid, dass ihr da so viel Arbeit reingesteckt habt, um das hier in dem Kreis so zu präsentieren. Fand ich auch super toll und der Alex, der hatte mich ja schon, ich weiß gar nicht, wann es war. Es war auf jeden Fall letztes Jahr. Es war im Sommer letzten Jahres. Da hast du gesagt, ich komm im Winter auf dich zu. Jetzt hat sich so ein bisschen verschoben. Da dachte ich noch, dass es, da war noch der Plan, dass es im Weihnachten letzten Jahres fertig wird. Ja. Also ist dann zum Glück gut gelaufen, sage ich mal, für das Projekt, dass wir uns da mehr Zeit genommen haben. Ja, genau. Ja. Nee, aber vielen, vielen Dank für eure Zeit. Auch vielen, vielen Dank an dich, Martina, für deine Einblicke. Sehr, sehr spannend. Ich verlinke auch nochmal dein Instagram, dein Link zum Instagram-Kanal, Martina, dass die Leute dich da erreichen können. Genau, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, das Video wird ja nach dem Livestream hier ganz normal auf dem Kanal sein, dann könnt ihr immer irgendwie Fragen stellen und wenn dann irgendwie Fragen sind, die ich nicht beantworten kann, dann werde ich es natürlich auch an den Alex bzw. an die Martina weiterleiten und an der Stelle nochmal sorry für den holprigen Start, aber wir haben es ja am Ende hinbekommen. Und jetzt sind keine weiteren Fragen mehr reingekommen, weder über Facebook, Instagram noch sonst was. Es sei denn, ihr habt noch ein, zwei abschließende Worte, die ich euch dann gerne überlassen würde. Also ich würde vielleicht noch sagen, weil das ist, was ich am meisten gefragt werde, wie man sich engagieren kann. Mhm. Das, was den Seenotrettungsorganisationen am meisten hilft, sind Spenden. Mhm, ja. Und außer man ist wirklich qualifizierter Schiffsbauer oder möchte wirklich auf Missionen mitfahren. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Aber am meisten unterstützt man tatsächlich durch Spende. Einfach auf die Webseite der jeweiligen Seenotrettungsorganisation gehen, die man unterstützen möchte. Und da findet man dann den passenden Link dazu. Alles ganz easy. Kann man auch monatlich einziehen lassen. Kleinen Betrag, es hilft. Genau. Man kann es absetzen, darf man auch nicht vergessen. Ja. Ihr könnt auch Mitglied werden, ich glaube für 50 Euro im Jahr bei SVI, also Vereinsmitglied offizieller, und dann Abstimmungen, Veranstaltungen teilnehmen. Und
wie Martina auch gerade gesagt hat, es werden auch für jede Mission wird immer irgendjemand gesucht, der was Besonderes kann. Mhm. Das ist mal der FMC, ist der Field Media Coordinator, also das, was wir auch gemacht haben. Das war eben das, was wir konnten. Also wir sind keine Ärzte, wir sind keine Ingenieure, können auch nicht so gut kochen, für zumindest nicht für 15 oder dann für 100 Leute an Bord. Und keine Krankenschwester. Aber vielleicht ist jemand von euch das und vielleicht kann jemand das und dann könnt ihr einfach mal sowohl der Jobseite von CI als auch dem Social Media Kanal folgen. Da wird alle ein, zwei Monate gibt es immer eine Position, die gesucht wird. Am Ende findet natürlich auch nur eine Mission statt, wenn alle Positionen besetzt sind. Sonst lohnt sich, sonst kann man nicht rausfahren. Also das kann auch super wichtig sein. Ja, und ansonsten schließe ich mich Martina da komplett an. Ich denke, wenn man sich mit der Thematik befasst, dann bleibt man da auch auf eine Art und Weise drin. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn dann der Film online etwas verfügbarer ist und irgendwie drüber stolpert. Vielleicht habt ihr ihn schon im Kino gesehen, vielleicht wollt ihr ihn auch nicht anschauen, das ist auch in Ordnung. Aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass genau das passiert, was ich vermutet habe, dass die Bewertungen nicht unbedingt die Qualität widerspiegeln, dann lasst einen Daumen nach oben da, ein Herz oder 4 Sterne, müssen ja auch keine 5 sein. Und behaltet einfach so ein bisschen dagegen, weil das ist auch das, was ich im privaten Leben manchmal noch mache, auch wenn es mich immer massiv triggert, wenn man auf irgendwelchen Beiträgen landet. Manchmal muss man auch einfach dagegen kommentieren, dass die Leute, die nur Mitleser sind, nicht das Gefühl haben, dass wirklich alle so drauf sind. Ja, genau. Und das kostet nicht viel Zeit, das kostet nicht viel Energie, das kann man einfach noch machen. Ja. Genau, dann verlinke ich auch nochmal die Seite von CI, dass man sich darauf entsprechend informieren kann. Ansonsten würde ich an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle Zuschauer sagen, die jetzt live dabei waren, auch die jetzt hier in den Kommentaren fleißig dabei waren. Auch natürlich vielen Dank an dich, Martina und Alex. Genau, wie gesagt, das Video ist ja immer noch weiter online und alle Zuschauer, die noch kommen werden, wenn es nicht mehr live ist, auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und genau, alle weiteren Infos zum Film Route 4 gibt es dann unten in der Videobeschreibung und wie gesagt, in Köln gibt es ja noch Tickets, also wenn ihr in der Gegend seid, dann könnt ihr auch gerne in Köln vorbeischauen und vielleicht sieht man im einen oder anderen Kino dann auch mal die Jungs von Boxfisch oder die Martina hat es ja auch angesprochen. Genau, ansonsten vielen Dank euch. Ja. Und danke euch. Gerne. Ja. Genau. Und